Schön, so ein Urlaub auf Malle im Februar, wenn man sonst nur im Sommer kennt. Typischen Sommertouris, ey. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir begrüßen euch. Bei uns ist Todesstille. Man hört einfach nichts. Wir sind gerade aber eigentlich in Aufbruchsstimmung. Schwere ist ganz entspannt. Die sage, ich dauere eh immer viel länger als sie. Von daher soll ich mal fertig machen. Wir wollen nämlich zum Frühstück. Wir haben ja ein Apartment hier auf Mallorca. Also für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, ich und Sarah sind spontan auf Mallorca, machen ein Mutter-Tochter-Trip. Und jedenfalls haben wir hier ein Apartment. Wir können hier tatsächlich auch kochen und sowas. Wir wollen draußen frühstücken und das ist gar nicht so einfach, weil es ist keine Hochsaison. Wir sind im Februar und dementsprechend haben die meisten Lokale hier noch geschlossen. Aber man findet was, man muss bloß halt ein bisschen suchen. Was machst du da eigentlich, Kind? Zeichnen. Sie zeichnet. Die zeichnet immer auf ihrem Handy ganz tolle Dinge. Wir müssen tatsächlich auch heute Nachmittag schon zusammenpacken, weil wir morgen früh wieder nach Hause fliegen. Ich habe schon ganze Sehnsucht. Sarah sagt, oh ja, nö, ich würde glaube ich auch noch bleiben. Am Montag soll Wetter gut werden, kein Ding. Ich habe schon ganz viel heute früh mit. Oh, soll ich zeigen mal? Cool. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Ich könnte ruhig länger machen. Ich habe zu Hause schon mit Flori heute eine Stunde telefoniert, mit Dings habe ich auch schon telefoniert. Wir sind alle ganz eng im Austausch. Ich wusste diesen, kleinen Moment. Okay, doch nicht. Ja. Weil irgendwie muss Flo fast jeden Tag nach Berlin fahren. Nika ist da gerade zum Beispiel bei einer Freundin, die muss dann wieder zurück und meine Nichte ist noch da und ja, jetzt haben sie sich irgendwie aufgeteilt. Ich glaube, heute fährt ein Dings nach Berlin und übernimmt da die Fahrt. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, Sarah, deine Zahnbürste. Vielen Dank. Und ja, wir gehen jetzt einmal zum, suchen uns mal ein Frühstück. Wir haben gar nicht so einen tollen Plan, weil ich nehme manchmal mit raus. Aua, ist mir die Tür gelaufen. Denn wir haben echt, also jetzt scheint mal die Sonne. Das war gestern den ganzen Tag nicht so. Ist schön, wenn die Sonne so durchkommt, aber es ist einfach sau windig. Und könnt ihr das Meer sehen? Ich zoome euch mal. Tada! Es ist unglaublich schön, das zu beobachten. Aber mit dem Wetter haben wir tatsächlich nicht so Glück. Naja, Mai, gibt Schlimmeres, ne? Wir Windsurfer haben auf jeden Fall Spaß. Ja, aber ich bin sehr, sehr froh, dass hier jetzt mal so ein bisschen die Sonne rauskommt. Ich habe mich hier gerade schon hingelegt. Wie so ein totes Äffchen, die Sonnenstrahlen genossen. Wie gesagt, bisher, gestern war ganz schlimm. Da war dazu noch viel doller der Sturm und ganz doll Regen. Und dann hast du das überall. Ich saß trotzdem irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden am Strand und habe mir das angesehen. Die Wellen und den Sturm. So, ja, ich bin aber eigentlich schon fertig, Kind. Du bist immer noch nicht angezogen. Chill mal. Jede Teenager-Mutti kennt. Chill mal. Ja, ansonsten müssen wir auf jeden Fall aufräumen. Ich hatte gestern den Fressflash meines Lebens. Chips, Schokolade, Cracker. Alles wurde hier vernichtet sozusagen. Tasche packe ich jetzt ein. Entschuldigung. Ich bin euch in die Lampe gehauen. Ein Ersatzakku packe ich mal ein. Geld wäre gut, wenn wir frühstücken wollen. Sonst mache ich nichts. Mein Power-Cocktail muss ich mir noch für unterwegs machen. Habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Wir sind so einen richtigen Trantypen, Geld. Wie viel Geld brauchen wir denn? 7. Oh, ich glaube, ich nehme lieber noch mal ein bisschen was mit. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ansonsten läuft zu Hause alles. Ist natürlich anstrengend. Und Flori und ich haben mal wieder festgestellt, wir können nicht länger als einen Tag und eine Nacht ohne einander.
schrecklich. Der Redakteur ist so schrecklich, eure Verliebtheit. Es ist so schrecklich. Ja, genau. Wir nehmen euch heute mal mit zum Frühstück, habe ich mir gerade mal so überlegt. Ich bin voll im Chill-Mode. Das merkt man vielleicht auch an meiner Sprache. Mhm. Gestern haben wir auch hier richtig, wir haben sogar Mittagsschlaf und sowas gemacht, ne? Weil es war wirklich so schlechtes Wetter. Aber jetzt bin ich froh. Wie gesagt, oh, guck, wie schön die Sonne kommt raus, oh mein Gott. Also, bevor es losgeht, mache ich mir hier noch eben schnell einen Kochtee. Machen wir den jetzt einfach schnell to go, damit wir los können. So, ihr Lieben, wir haben hier sogar einen Kühlschrank. Was mega ist, weil so haben wir kaltes Wasser. Das Wasser aus der Leitung kann man auf Mallorca auf jeden Fall nicht vergleichen mit dem Wasser aus Deutschland aus der Leitung. Also immer schön Wasser kaufen, wenn man wirklich verzehren will. Wir gehen los, wa? Wir sind bereit. Wir sind wild. Ich hoffe einfach, dass das Wetter sich ein bisschen... Aber jetzt mit der Sonne ist schon alles gut. Kann windig sein, ist egal, ob es da ein bisschen Sonne. Das macht einen schon glücklich, sage ich euch. Das macht einen glücklich. Trinkst du bei mir mit, Sarah? Ich habe nur einen To-Go-Becher, ne? Ja. Wieso, das ist, riecht nach Hundefutter? Hier? Na, ich weiß nicht, das ist ja alles, man hört das auch. Ich weiß nicht, ob ihr die Hintergrundgeräusche hört. Man hört irgendwie alles, wenn hier irgendwo Wasser läuft, bei irgendwelchen anderen Leuten. Irgendwie alles nicht so scheidig wie bei uns zu Hause. So, das machen wir jetzt hier noch eben schnell in den Nudel. Dann können wir auch schon los. Geld habe ich. Raus hier. Okay. Alles am Start. Jetzt gucken wir mal, was da abgeht und ob wir noch einen Platz zum Frühstücken hier bekommen. Wir sind relativ spät dran. Ich glaube noch vor 12, aber trotzdem halt spät, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst, meine Wimpern wegfliegen. Oh mein Gott, krass, es ist so windig. Aber auch so schön. Da lang, genau. Ein bisschen ist hier aber was auf den Straßen los, ob man das sehen kann. Hier ist eine Bushaltestelle, da stehen sie alle. Das sieht schon gigantomatisch aus. Ich zeige euch das gleich mal, das Meer von nahen. Wahnsinn. Oh, da ist der Windsurfer abgeschmiert. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so einfangen kann, aber so krass aus. Urlaub auf Malle im Februar, wenn man sonst im Sommer kennt. Typischen Sommertouris, ey. Yay, wir haben einen Kaffee gefunden. Orangensaft, warmer Kakao mit Sahne. Frühstück haben wir schon bestellt und schaut mal, was wir für eine schöne Aussicht haben. So schön. Was vergessen aufzunehmen, wir haben ein kleines Frühstück genommen. Die Preise gehen voll, ich zeige euch das mal. Ups, hier oben. Und ein Bauernfrühstück haben wir genommen. Genau, und dazu hat Sarah noch einen O-Saft, ich einen Kakao. Und heute soll es hier Karnevalsumzug geben. Ich bin gespannt am Nachmittag. Cool, ist richtig was los. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Wir sind satt und zufrieden, Leute. Im Hintergrund ist das Linus, das ist relativ voll, aber wie gesagt, 90% aller Läden und Lokalen hat hier einfach zu, aber dafür ist es echt einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die ganzen Leute sehen könnt, aber hier ist relativ viel Verkehr, dafür ist viel zu ist zumindest. Wir haben jetzt den Plan, dass wir ins Hotelzimmer gehen, dann machen wir ganz entspannt, dann wollen wir vorhin noch ein Q&A aufnehmen. Da habt ihr uns gestern noch mal Fragen gestellt. Das hatten wir nämlich schon so oft vor. Und heute machen wir es, ne, Sarah? Ja. Heute machen wir es.
Wie das ist mit deiner Kapuze. Ich bin müde. Ja, wir sind echt hier voll im Chill-Mode. Das ist nicht normal. Also Abenteuerurlaub wäre wahrscheinlich nichts für uns. Nee. Es sei denn, er würde 2 Wochen gehen. Aber schon wieder mit zu Hause telefoniert gehabt zwischendrin mit Flori. Oh, hier ist auch mal ein Lokal auf. Little Italy. Ja, ist auch alles offen. Ansonsten schaut mal vor uns. Laufen auch so ein paar Menschen. Die Palme sieht so schön aus, wenn die so wehen. Das ist einfach nur krass, wie gewaltig einfach dieses Meer ist. Ich weiß nicht, ob die Kamera es einfängt, ob ihr mich überhaupt hören könnt, weil es so windig ist, aber es hat echt was. Ich hätte gerne so ein T-Shirt, aber das andere mit dem... Was heißt das überhaupt? Ist das sowas wie OnlyFans? Das habe ich jetzt auch noch gefilmt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier hat jetzt mal ein Laden auf, aber ansonsten, Vorsicht Menschen. Wie gesagt, das ist krass. Hier steppt sonst der Bär des Jahrhunderts. Hier ist der Tempel, Megapark. Wir haben halt alle im Winter auch so Umbaumaßnahmen. Ne? Das sieht man überall, ganz viele Lokale sind mit Baumaschinen und man sieht, dass die da irgendwie bauen. Wahnsinn, wie ruhig das ist. Ich kann es nicht oft genug betonen. Da ist es, steppt hier, sonst stehen die hier an und es ist alles voll. Man kann kaum durchlaufen. Aber eigentlich auch mal voll schön, das so zu sehen, so ruhig. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. So ihr Lieben, wir haben jetzt mitbekommen, dass hier gleich ein Karnevalsumzug sein soll. Und alle sind geschminkt oder haben schöne Kostüme, außer wir, weil wir jetzt gar nicht wussten, dass hier Karneval ist. Also habe ich jetzt schnell mal meine Schminksachen ausgepackt und ich bin jetzt ein Kätzchen oder eine Maus oder irgendwas in der Art. Oder ein Hamster. Oder ein Hamster, sagt Sarah. Die telefoniert nämlich gerade nach zu Hause. Und wir wollten nur das Video eben fix beenden. Vielleicht nehme ich euch beim Karneval mit. Ich weiß es noch nicht so genau. Muss mal gucken, wie das ist mit der lauten Musik. Da gibt es sicher auf YouTube dann mal Ärger, wenn da laute Musik im Hintergrund ist oder generell Musik, die nicht mir gehört. Also ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. World on fire. You set my